Bonjour, mes amis, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War, die imperiale Kampagne mit den Franzosen. Und wir sind gerade dabei, die polnische Seite zu vernichten, indem wir ihre Anführer töten. Und wir haben jetzt noch hier König Haflithi. Und ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich meine, das wäre eigentlich ein regulärer General gewesen. Aber es könnte sein, dass vorhin der Polen, habe ich vorhin von den Polen geredet? Ich rede von Dänemark, sorry. Das war eine Seite, mit der wir uns im Krieg befinden. Und ich meine, das wäre vorhin. Es könnte sein, dass der dänische Anführer an Altersschwäche gestorben ist. Nee, aber könnte sein, dass der jetzt deswegen der König ist. Und ich hoffe mal, wir werden ihn jetzt packen. Das ist schade, das ist schade. Laurent war eigentlich ein guter Spion. Er hatte, glaube ich, so 5 Skillpunkte oder so. Beziehungen verschlechtert mit Dänemark. Ja, es ist mir egal. Dann ist Galois dran. Ja, sehr nett, sehr nett. Ja gut, alles klar. Dann haben wir die Dänen auch vernichtet. Schön. Und einen Krieg weniger an der Backe, was mir insgesamt recht gut gefällt. So, dann brauchen wir uns um diese Armeen jetzt hier nicht unbedingt zu kümmern. Ich denke, als nächstes werden wir uns dann um die Polen kümmern. Und auf jeden Fall noch hier um diesen maurischen Imam. Den würde ich gerne abstechen. Das hat dann leider nicht geklappt. Vielleicht brauchen wir hier unten einfach noch ein paar mehr Attentäter. Und hier war noch was. Bernard, du gehst mal hin und stichst mal den Bugoslav ab. Das hat nicht geklappt. Dann sticht der Adam vielleicht mal den Pulutschia ab. Den Lutscher. Sag mal! Also momentan lassen meine Attentäter stark nach. Das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, was haben wir noch? Den Kaufmann da, den wollte ich noch abknipsen. Ja, wenigstens das hat gut funktioniert. Ja, da gibt es sogar ein neues Merkmal für. Plus 1 Talent. Naja, wie viel hat er denn überhaupt? Oh, 5 Stück immerhin jetzt auch, ja, sehr gut. Okay. Meine Augen sind die euren, Meister. Können wir mal gucken, ob hier irgendwo Generäle drin sind. Wir schauen mal gerade bei Magdeburg nochmal nach. Hopsala, ne, Moment, das war meine ich nicht. Zünden wir da mal was an. Das ist vielleicht dann doch die, clevere Sache, mit den Attentätern hier runter zu rennen. Komme ich nicht bis ran. Schade. Wir machen alle. Wessen Leben soll enden? Och nö, ist nicht wahr, oder? Ich bin leise und tödlich. Schade. Also ich meine, die Polen haben uns ja eben auch schon mit Krieg gedroht. Wollten von uns halt ein bisschen Taschengeld haben. Dafür, dass sie uns dann nicht angreifen. Ich bin leise. Und dann denke ich doch mal, ist es doch jetzt gerechtfertigt, die Polen einfach auch auszuschalten. Wessen Leben soll enden? Cool. Wir sehen euch nicht als Feind an. Ich euch aber. Zumindest also was Ähnliches. Ja, bleiben wir mal vielleicht doch mit unseren Jungs hier oben. Also ich meine, wir haben mit Dänemark haben wir jetzt eine starke Seite ausgeschaltet. Ist jetzt mal direkt hier 4 Städte frei geworden. Achso, Moment mal, das machen wir mal gerade weg. Ja, da gibt es auch noch ein paar neue Merkmale für unsere Jungs. Seite vernichtet. Dänemark, sehr, sehr schön. Und Attentatsmission erfolgreich. Jawohl, das war's. Dann sterben 3 dänische Kardinäle. Das ist ja mal krass. Die hatten ganz schön viele. Ich denke mal, wir laufen auch noch hier rüber. So in die Richtung. Morgen sehe ich dann weiter. Genau.
Ich bin leise. Wer muss beseitigt werden? Ja, warte mal gerade hier. Da ist er auch noch. Leben soll enden. Ja, da ist ein Familienmitglied. Shit. Muss beseitigt werden. Shit. Ich bin leise und tödlich. Boah, sag mal. Wer muss beseitigt werden? Alter. Ey, der Typ. Das Ende naht. Ist ja mal direkt hier 4 Attentätern ausgewichen. Krasse Scheiße. Ja, müssen wir uns dann gleich nochmal drum kümmern. Hier seht ihr dann übrigens unsere schöne Armee. Schatten ziehen auf über über Polen. Ach ja, stimmt, dieses Etwas ist faul im Staate Dänemark, das hatten wir ja schon. Gut, wir könnten jetzt eigentlich eine zweite Armee auf die Beine stellen. Nachdem Antwerpen ja relativ gut gesichert ist mittlerweile. Der Fulk. Ein Befehl. The Incredible Fulk. Der könnte auch noch eine Armee anführen. Befehle. Herr wünscht, Moroa. Löst sie mal auf. Mhm. Und hier ist der Juni. Seigneur. Ja, wie machen wir das jetzt? Also ich denke mal, die Garnison in Antwerpen, die brauchen wir jetzt momentan nicht so dringend. Und die in Frankfurt, naja, da weiß ich noch nicht so genau. Aber ich glaube, bereit, Seigneur. Können hier auf jeden Fall mit den Einheiten raus. Oui. Komm, du gehst mal hier nach Antwerpen. Ausgelaugt. Verringert die Chancen auf Nachwuchs. Krass. Gebührliche Moral. Plus 1 Unruhe. Na toll. Seigneur. Nimm den Idioten dann mal mit. Für weitere Eroberungen zusammen, Seigneur. Mhm. So. Ignorant, ehrlich, vielversprechend, Kommandant und so weiter. Okay. Mhm. Gut, dann machen wir das so. Der Bursche hier, der kommt auch noch mit. Aber du gehst mal vielleicht gerade mal nach Reims. Seigneur. Und nächste Runde von Reims vielleicht nach Caen. Und in Caen dann rekrutieren wir mal. Rekrutieren wir in Caen noch was? Nee, vielleicht doch besser in Staufen oder... Ich will noch ein paar Truppen haben, um jetzt hier einen großen Eroberungszug zu starten gegen Hamburg und Aarhus. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Einheiten für. Vielleicht nochmal so 2 Feudalritter. Zwei gepanzerte Sergeants und einen Armbrustschützen. Stimmt, genau, hier ist doch noch eine Armee am Start, ne? Auf dem Schiffchen haben wir doch was. Was geht denn da nochmal ab? Ne, dann lass mal die Armbrustschützen mal weg. Machen stattdessen die 3 gepanzerten Sergeants. Und in Nottingham die Feudalritter, die holen wir dann dort ab. Bereit zum Segeln. Wir sind eigentlich aus der dänischen Flotte geworden. Ich sehe gar keine Schiffe mehr von denen. Ist das jetzt keine Piraten? Okay. Segel setzen. Gut. Oui. Ich schippe direkt mal hier hoch nach York. Wir werfen den Anker bis noch. Oui, Seigneur. Seigneur. Ja, doch, doch, doch. Das gefällt mir eigentlich hier. Vielleicht können wir sogar direkt mal... Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ja, ich denke, den Burschen da, den können wir sogar direkt mal angehen mit der Armee. Die ist jetzt zwar noch nicht so mega prall, aber da könnte was bei rumkommen. Heute segeln wir nicht weiter. So, wir bauen mal 2 Holk in Brügge. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wesentlich mehr Spielraum. Das Schiff hier lösen wir auf, oder? Bleiben oder lassen wir es da? Oui, Seigneur. Bereit zum Segeln. Lösen mal die Söldnerkogge auf. Wenn wir welche brauchen, können wir uns die da ja selber zusammenzimmern. Okay. Wie sieht's mit der öffentlichen Ordnung in Angers aus? Dann gehen wir mal ein bisschen runter mit dem Steuersatz.
wenn wir da eine Einheit bauen in Inverness, dann sind die Leute da wieder ein bisschen happy. Ja. Wie sieht das mit Religion und so da oben aus? Ich meinte, da war alles ziemlich gut, ne? Ja. Okay, Antwerpen geht ein bisschen runter mit dem Steuersatz. Machen wir hier direkt mal die 2. Wie viel kriegen wir? 4 unterhaltsfreie Einheiten. Gut, ja. Dann haben wir da auch eine schöne Garnison drin. Dann können wir einen Teil der Einheiten aus Frankfurt auf jeden Fall direkt abziehen. Befehle? Und die hier mit den Jungs zusammenschließen. Wo sollen wir zu? Seigneur. Ja, der Dimanche de Neufville, der könnte vielleicht sogar direkt hier runter und da die Burschen abholen. Ich meine, das ist ja auch nur Speermiliz im Endeffekt. Obwohl, wir brauchen Kavallerie für unsere Hammer- und Amboss-Taktik. Na, lassen wir mal noch kurz drin. Da hatten wir alles. Roulette de Toulouse hatten wir auch. Wie lange braucht er bis nach Frankfurt? Ja, ein bisschen zu lange. Lassen wir mal noch in raus. Okay. So, dann kannst du mal wieder zurück. Solange die Deppen hier und der Hauptmann Clemore an der Grenze bei den Mailändern rumpimmeln. Ja, hier wird noch massenweise fortgebildet. Okay. Ich glaube, wir haben das Wichtigste jetzt angefangen, ins Werk gesetzt und können da noch weitermachen. Oder beziehungsweise wir können darauf aufbauen. Frage ist, ob wir 2 Feudalritter hier nachrüsten sollten, aber ich sehe jetzt noch nicht so hier. Ich sehe das hier in Bordeaux jetzt noch nicht so dringend an, denn wir haben hier in Nottingham noch eine ganz gut gelegene, strategisch wichtige Siedlung, aus der wir Truppen abziehen können. Ich glaube, das wird recht gut funktionieren. Okay, warten wir es mal ab. Und dann schauen wir mal, was die nächste Runde bringt. Achso, ja, den Diplomaten habe ich wieder vergessen. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt wird es spannend. Wir haben 50-50 ungefähr. Ja, was haben wir denn da? Also das ist diese Komplett-Söldner-Armee. Und das ist die angeschlagene Armee aus der Stadt mit diesen Pavese-Armbrustschützen, die ziemlich stark sind. Defensive 15, Fernkampf 12. Nahkampf 7. Langstrecken-Fernkampfwaffe. Slawische Söldner. Ja gut, die sind nicht so stark. Okay. Also es ist keine Artillerie am Start. Wir haben aber hier unsere Kreuzzugstruppen. Ja, ich würde sagen, das müssen wir natürlich selber machen. Mittel sind unwichtig. Genau, Mittel sind unwichtig. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns da jetzt auf der Brücke verteidigen dürfen. Welche Möglichkeiten wir da jetzt haben. Ja, also das ist mal auf jeden Fall die eine Brücke, die wir verteidigen müssen. Also den Brückenkopf hier müssen wir verteidigen und hier kommen von hinten die gegnerischen Einheiten, denke ich. Unsere Feinde sind so verrückt wie die Engländer. Steckt euch nicht mit ihrem Irrsinn an. Und falls doch, betet zu Saint-Denis. Ja, diese bekackten englischen Frischbiertrinker. Ihr trinkt doch nach dem Onanieren kaltes Wasser. Gut, okay. So, schauen wir mal. Also wenn mich nicht alles täuscht, müsste er ja von hier kommen. Ich
So. Das ist die Nummer 1, die wir da haben. Dann haben wir hier noch eine Nummer 2. Nummer 3, so, das ist so die, ich denke mal, also wenn er hier rauskommt, dann können wir ihn schön in die Zange nehmen. Ja, dann gibt es noch zwei Sachen. Die können ja ein Schildron, wenn ich das richtig sehe. Stellen wir die mit dem Schildron mal nämlich direkt hier vorne hin. Können hier den Brückenkopf zumachen. Ja, und die Armbrustschützen, die stellen wir mal hier auf. Können die nämlich da schön draufhalten. So, die Jungs packen wir hier hin. Damit die da im Nahkampf noch ein bisschen aushelfen können, falls es wichtig wird. So, jetzt haben wir noch ein paar Schildron-Einheiten. Würde man sagen, hier, die stellen wir noch dahin. So, dann machen wir das Ding da mal komplett zu. Ich denke, da dürfte eigentlich nichts durchkommen. Und für alles, was durchkommt, haben wir unsere abgesessenen Feudalritter da hinten. Ein ganz kleines bisschen weiter hinten aufstellen. Ja, ich meine, er hat auf der anderen Seite natürlich noch in seiner Armee diese Söldnerspeerträger dabei. Vielleicht machen wir es doch so, dass wir die Jungs hier aufstellen. Und dann kümmern wir uns dort um die Söldnerspeerträger. Wäre jetzt natürlich doof, wenn die irgendwo da hinten links kommen. Dann müssen wir halt umdisponieren, aber das müsste eigentlich auch noch machbar sein. Der Feind hat mehr Männer herangeschafft. Sie hoffen mit Zahlen auszugleichen, was ihnen an Geschick fällt. Schießstände. Können die schießen von da hinten? So weit? Echt? Das würde interessant werden. Okay, wir schauen an, was zuerst kommt. So, zuerst kommen die Armbrustschützen. Gut. Die werden wir natürlich mit einem massierten Kavallerieangriff ausschalten. Geht ihr mal in eine lockere Einheitenformation. So, das dauert jetzt ein kleines bisschen, bis ich hier meine Truppenbewegungen gemacht habe. So, schneller bitte. So, bitte Angriff. Macht sie selig. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So, von der Seite müsste es doch aber gehen, oder? Lass mal kurz pausieren. Schauen wir mal hier. Da gibt es schon die ersten Kampfhandlungen. Niederlage scheint sicher.
Militärgenie könnte diese Schlacht noch gewinnen. Okay. Haben wir eine schöne Massenpanik. Das ist das, was ich jetzt gerne sehen möchte. Ja, macht sie kalt. Der feindliche General hat keine Ehre. Er flieht vom Schlachtfeld und lässt seine Männer im Stich. Unsere Männer werden... Der Feind flieht von der Schlacht. Ja, sehr, sehr gut. Bring diese wertlosen Bauern nieder. Okay, da haben wir schon mal alles ausgeknipst. Kommen wir jetzt mit unseren Leuten wieder zurück. Ja, der pusht nochmal. Ihr seid in einem Nahkampf aus irgendeinem Grund, den ich nicht so ganz nachvollziehe. Greift an, bitte. Ich glaube, wir halten uns da insgesamt noch recht gut. Nur noch die Hälfte. Der feindliche General flieht, dieser Feigling. Prescht vor und brecht den Kampfgeist deiner Armee. Ja, das machen wir auch gleich. Der Feind flieht von der Schlacht. Ja. Renn diese wertlosen Bauern nieder. Geht mal in eine lockere Formation. So, und jetzt gucken wir, dass wir da noch ein bisschen was aufgerieben bekommen. Was ich sehr gut fände. Machen wir mal das Autofeuer bei unseren Fernkampfeinheiten aus. So, Kinners, jetzt wird's nochmal ernst. Gib mal ein bisschen Gas. Komm, die da hätte ich noch gerne. Ja. Also wir werden die Schlacht wahrscheinlich nicht einnehmen, aber... die Stadt meine ich, Entschuldigung. Wir werden die Stadt wahrscheinlich nicht einnehmen, aber wir haben ja schon mal eine wichtige Schlacht gewonnen und können vielleicht sogar nächste Runde dann direkt angreifen. Und also gerade diese Tempelritter haben doch einen unglaublich guten Job gemacht. Sind schon ganz schön üble Motherfucker, die Leute. So, versuchen wir den mal abzuschießen. Ja, greif mal an. So, das war dann Teil 1. Na, kommt, Leute. Schön. Sind wir jetzt hier? Ach, da sind noch ein paar. Schade. Sind jetzt abgehauen. Okay, aber kommen die da hinten? Die kriegen wir noch, oder?
Darauf einen Schluck Siegeskaffee. Wichtiger Sieg. Der Feind ist am Boden zerstört. Ein großartiger Sieg. Würde ich doch auch sagen. Also, General gebührt. So eine Quote von 7,5:1, die kann sich doch sehen lassen. Gucken wir mal ganz kurz in die Statistik. Leibwache kriegt einen Erfahrungspunkt, Panzerritter, Templerorden kriegt einen Erfahrungspunkt. Und das war's, so wie es aussieht. Gefangene haben auch die Panzerritter eine ganze Menge gemacht. Cool, okay. Eine sehr, sehr gute Schlacht. Wichtiges Ergebnis für uns. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, das Lösegeld zahlen die eh nicht, aber... Ja, so ist das, ne? Oh, und Venedig gehört uns? Nichts stellt sich uns in den Weg. Ja, ausrauben. Wir haben die Verteidiger zerschmettert. Es gibt halt so viel Kohle. Und da müsste uns jetzt der Papst doch irgendwie... Wow. Müsste uns jetzt der Papst irgendwie super toll finden, weil wir jetzt gerade einen Kreuzzug vollendet haben. Ja, mal gucken, ob wir in Venedig den Heiligen Gral gefunden haben. Oder irgendwie sowas. Mhm, der Papst produziert noch ein paar Kaufleute. Ah ja, okay. Jetzt brauche ich vielleicht dann doch... ein bisschen Verstärkung. Meister-Theologen-Gilde. Ja klar, gerne. In Toulouse. Neue Mission. Nehmt Zagreb ein. Aha. Von mir aus, wenn es unbedingt sein muss. Aber vielleicht kümmern sich die Ungarn auch schon darum. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier? Beziehungsbericht. Verbesserung. Papststaaten. Perfekt. Schreckliche Beziehungen zu Venedig. Ja, das ist ja egal, die sind ja eh exkommuniziert, soweit ich weiß. Kardinal befördert. Zwei Franzosen und ein Ungar. Ja, das ist doch ganz gut. Gut für die nächste Papstwahl auf jeden Fall nochmal. Feindseligkeit beendet zwischen Polen und Türken. Das ging schnell. Mhm, das haben wir. Erfolgreicher Kreuzzug. Der Papst erkennt die Hingabe für den Kreuzzug mit folgenden Belohnungen an. Cool. 1500 Gulden und 20 Einheiten bekommen einen Erfahrungsbonus. Nice. Schaut euch das auch mal an. Wir haben jetzt 133.000 Gulden. Also jetzt sprudelt's aber hier in der Kasse. Cooler Scheiß. So, was haben wir hier? Ereignisse einer Seite. Wir haben eine neue Volljährigkeit. König Louis kriegt noch einen Bonus aufs Kommando. Tudor. Dann. Anson kriegt einen Tempelritter, einen Johanniterritter. Genauso wie Louis und Arnaud de Valence bekommt eine Tänzerin. Der Rundenbericht. Überall auf Platz 1. So gehört sich das. Burg bereits im Aufrüsten in Caen. Gut, machen wir das auch direkt. Ach ja, hier. Und die mit den Jungs wollten wir doch aufs Schiff, ne? Okay. Dann haben wir hier den Baubericht. Den gucken wir uns nochmal kurz an. Die Wirtschaftsgebäude sind ja schon... in vielen Städten jetzt recht gut ausgebaut. So können wir uns jetzt hier wieder ein bisschen um die Militärgebäude kümmern. Obwohl in Brügge würde ich gerne mit dem Steuersatz hoch. 105 ist schön. Bauen wir doch direkt dann noch die Ratskammer aus, damit sich das auch so ein bisschen festigt. London könnte jetzt eine Kathedrale bauen. Und ich muss mal in die Tür. So, da bin ich wieder. Ich muss gerade eben mal an die Tür, weil ich ein Paket bekommen habe. Gut, was wollen wir machen hier? Das Lagerhaus bauen wir, glaube ich, nochmal aus. Obwohl, wir könnten auch den Markt mal ausbauen, damit wir hier auch noch ein paar Kaufmänner anheuern können. In Pamplona haben wir das Rathaus fertig, bauen wir hier den Kornmarkt aus. Und ach, ich sehe, da sind schon wieder so ein paar Rebellen, die mich ärgern wollen. Das sind unterhaltsfreie Einheiten, 3 Stück. Ja, dann bauen wir mal hier 3 Miliz-Einheiten. Werden dann die 3 werden wir benutzen, um die Rebellen hier zusammen zu knüppeln. Und dann lösen wir die auf nachher. Ajaxo hat den Markt gebaut. Bauen wir auch mal hier. Obwohl, Rathaus brauchen wir nicht unbedingt. Vielleicht bauen wir die Fruchtfolge. Die öffentliche Ordnung dort ist ja sehr gut.
Inverness hat die Baronenstelle fertig. Dann können wir mal den Ledergerber bauen, damit die Einheiten auch noch ein bisschen mehr Verteidigung bekommen. Edinburgh hat das Lagerhaus fertig. Dann bauen wir doch mal den Markt, würde ich sagen. Oder was ist das? Baumeisterwerkstatt. Oh, da kann man dann Trebuchets bauen. Ja, ich warte noch ein bisschen. Also, ja, dann bauen wir vielleicht doch mal hier die Ratskammer. Bauen wir das mal aus. Bologna hat die Straße fertig. Dann bauen wir das Lagerhaus. Das bringt alles auch viel Kohle, neue Handelswege etc. Und ihr seht ja jetzt auch, momentan machen wir richtig viel Kohle. Das ist sehr schön. So, die Einheiten sind jetzt keine Kreuzzugseinheiten mehr, haben aber alle Erfahrungen gekriegt. Das ist doch irgendwie cool. Und wir könnten eigentlich auch jetzt von Venedig aus direkt weiter vorstoßen. Was wir vielleicht auch machen werden. Wir können so ein Verwaltungsgebäude errichten. Das ist auf jeden Fall gut. Wir können aber auch mal die Farmgemeinschaft ein bisschen aufwerten. Was gibt's hier denn an Ortswachen und sowas? Oh, Helmbachten-Miliz. Wow, nice. Das ist ja mal geil ausgebaut. Direkt mal nur ein Kaufmann. Ist da irgendeine Gilde drin? Meister-Diebesgilde. Ja, dann bauen wir keinen Kaufmann. Aber vielleicht erst einmal irgendwie so ein Bordell und dann dort eine... was haben wir hier? Eine Diebesgilde, die reißen wir ab. Brauchen wir definitiv nicht. Ach ja, und hier oben war da auch noch irgendwas mit einer Diebesgilde, ne? In Antwerpen oder so. Brauchen wir auch nicht. Also wenn schon, dann so eine Kaufmannsgilde oder sowas. So, Rekrutierungsbericht. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir Agenten haben. Ras London, das sind die Kaufmänner. Oui, Seigneur. Ja, wir holen uns hier noch ein paar. So, bei 6, 7 Kaufmännern können wir damit anfangen, mal rumzulaufen oder die auf ein Schiff zu verladen und dann andere Ressourcen von weiter weg herzuholen. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Venedig haben wir ja gut einnehmen können. Seigneur, Befehl. Ziehen wir doch hier nochmal ein paar Truppen zusammen. Mon roi. Er wünscht, mon roi. Wow, die haben jetzt sogar einen Goldwimpel. Geile Scheiße. Seigneur, Befehle? Ja, die sind eigentlich ja noch super fit, ne? Wo wir halt ein bisschen Verluste hatten, war bei der Infanterie und so. Seigneur. Oh, jetzt habe ich ja aufgelöst. Das war nicht so toll. Schade, schade, schade. Jetzt habe ich es verrafft, so ein Mist. Von wo bekommen wir denn am schnellsten Nachschub? Ich würde sagen aus Bern. Dann holen wir uns in Bern mal 3 Einheiten gepanzerte Sergeants. Er wünscht, mon roi. Und dann Befehle? Gehen wir mit den Jungs vielleicht mal so ein bisschen da hoch. Ja, ja, okay, gut. Irgendwie sowas werden wir da machen. Wo sollen wir zuschlagen? Nächtlicher Kämpfer, edle Herrschaftsringe, großer Kreuzfahrer. Vorwiegend loyal Alkoholiker. Kriegt er -3 Kommando? Eigentlich müsste er +3 kriegen, denke ich. Der Typ ist so krass. Wie, der kriegt +2 Ritterlichkeit. Was will ich denn damit? Ich will nur mehr +Furcht, brauche ich. Gehörnter Ehemann. Die Gemahlin dieses Gatten wurde dabei beobachtet, anderen Männern Avancen zu machen. Ja, super. Ist auch dieser Damenbart-Scheiß dabei, ne? Also, das ist ja echt so ein Unfug. Okay, bilden wir die fort, die Söldner, und es ist mir ganz Ehre. Kurz gucken. Stell ich mal hier auf die Brücke. Seigneur. Ja, okay, da war schon alles weg, ja. Ein Befehl.
Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Ja. Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Ich will hier eigentlich nicht zu lange in Venedig warten. Das ist mir eine Ehre, Seigneur. Das Problem ist, solange wir Innsbruck nicht eingenommen haben, und Innsbruck müssen wir aushungern, weil, schaut euch die Garnison an, da kommen wir niemals an die Mauern ran. Ist viel zu krass. Können wir froh sein, wenn wir eine reguläre Feldschlacht gewinnen. Es wird ganz, ganz haarig. So, wir können jetzt noch mehr fortbilden. Also 30... 43... hier 20... So. Garnison von Lyon ist dann soweit komplett, wenn ich das richtig sehe. Dann können wir direkt mal hier noch ein paar Agenten bauen. Oui, mon roi. Mon roi. Befehle? Du kannst mit den Jungs schon mal hier in die Richtung. Dann gehen wir mit dem Stolz jetzt ein bisschen runter. Zu Befehl, Seigneur. Ja, lauf du mal hier hin. Ich bin unterwegs. So, da ist Lissabon. Meine Augen sind die euren, Meister. Ich bin uns direkt mal vorne dran. Bäh. Was? Echt? Das sind Bauern? Die sehen irgendwie krass aus. Sieht aus, als hätten die so eine Goldrüstung oder so. Speermiliz. Wüstenkavallerie. Juhu. Stadtmiliz, Wüstenbogenschützen. Ja, wenn wir die mal in die Wüste schicken, würde ich sagen. So, die haben jetzt auch bessere Waffen. Aber wenn man das mal gerade ein bisschen anders. Nee, den bilden wir nicht fort. Obwohl der nächste Runde die Einheiten wieder mitnehmen muss. Ja, ja. Mhm. Dass wir die Einheiten irgendwie hier so zusammenziehen können. Befehle? Ja, ja, genau. So habe ich das zumindest irgendwie vor. Ich will den Imam abstechen. Versteckt sich dahinter meiner Flagge. Also. Geht doch. Hinten war auch noch ein Imam, den stechen wir auch direkt wieder ab. Wer muss beseitigt werden, moi? Très bien. Ich suche hier, da sind noch welche. Die können wir alle abschlachten. Wenn es in Toulouse mal noch hier irgendwie so ein Priester. Er nennt uns ein Schlachtfeld. Wir deine Mutter. Kommen und kämpfen. Mon roi. Deine Mutter ist ein Schlachtfeld. Unerum. Okay. Sieht fast so aus, als müssten wir uns bald mit den Mauren anlegen. Aber ist ja dann ganz gut, wenn wir hier unsere Truppen fortgebildet haben. Ja. Oui, Seigneur. Jetzt wird wahrscheinlich unser Militärhaushalt gestiegen sein, oder? Ach nee, es geht eigentlich noch. Der ist niedriger als unser Steueraufkommen. Cool. Seigneur. Da ist jetzt die Frage, ob ich die hier packe, ne? Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach. Da nehme ich jetzt Verstärkung dazu geholt. Und die Jungs, die sind gar nicht so schlecht. Wir holen uns ein paar Söldner. Ja, nehmen wir die da noch mit. Zum Ruhme Frankreich. Sollen wir das machen? Ja, machen wir. Machen wir die Schlacht noch, dann machen wir mit dem Part Schluss. Ich brauche noch einen Kaffee, furchtbar. Tja, bei dem Wetter will ich nicht kämpfen. Ja, bei dem will ich kämpfen. Einheiten, wartet auf meine Befehle!
Und dann wäre dann auch mein Kaffee leer. Gut. So, Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 3. So. Der Feind hat mehr Männer herangeschafft. Ach, da hinten. Sie hoffen mit Zahlen auszugleichen, was ihnen an Geschick fällt. Das kann man so sagen. So, nehmen wir direkt die Flanke. Direkt mal in Stellung. Ja, nicht stellen lassen. Ja, ich schieß mal auf die. Ja, ich habe vergessen, dass da der Plänkler-Modus an ist. Ja. Bleib mal stehen. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Ja. Der Feind flieht von der Schlacht. Renn diese wertlosen Bauern nieder. So, was tut sich da oben? Nur noch die Hälfte der Feinde. Noch nicht so viel. Macht es übrig. Genau, bitte aufreiben. Und ihr stellt euch jetzt hier hin. Bonjour, Saint-Denis! Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Ja, so gehört sich das. Und sorgt dafür, dass er zusieht, wie wir seine restliche Armee besiegen. Etwas schneller, bitte. Jetzt bald mal alle in Position, ja. Ihr geht mal hier in den Wald. Und wir geben noch ein bisschen Kit. Ja, das müsste doch eigentlich gehen. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettert Dieu. Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Jetzt werden seine Truppe der Mut verlieren. Der Feind flieht von der Schlacht. Renn diese wertlosen Bauern nieder.
So, das Autofeuer machen wir mal aus. Die Sperrmiliz, bitte. Kavallerie von ihm kriege ich sowieso nicht. Komm, komm, komm. Da geht noch was. Cool, okay, schön. Nur 52 Mann verloren. Ein bisschen was bei der Infanterie, ein bisschen was bei der Leibwache. Okay, aber das ist doch so in etwa die Vorstellung, die ich habe, um jetzt auch gegen diese Städte in Nordeuropa vorgehen zu können. Also Hamburg, Aarhus und so weiter. Dann haben wir sogar beide Armeen ausgeschaltet. Und können nächste Runde Hamburg angreifen. Wir kommen noch bis auf die Brücke, was für uns strategisch unglaublich wichtig ist, um dieser Einheit hier Paroli bieten zu können. Gerade die Huskale, das dürfte unangenehm werden, die zu bekämpfen. Ja. Jean von Angers, du gehst mal Richtung Frankfurt jetzt. Den wir vorhin eigentlich auch schon machen können, aber ist jetzt egal. Und die Einheiten aus Caen, die haben wir schon abgezogen. Genau, da sind sie. Eine weitere Armee. Also wenn ich jetzt mal hier mit dem Schiff hingehe. So, dann kann ich doch jetzt bestimmt hier... Nein, das meinte ich eigentlich nicht. Genau, das meinte ich eigentlich. Bereit zum Segeln. Oui, Senior. Ja, könnt ihr mal hier hingehen. Bereit zum Segeln. Das ist echt furchtbar. Ja, dann segeln wir halt weiter hier hoch. Mon roi. Volle Segel. Oui, Senior. Oui, mon roi. Oui, Senior. Bereit zum Segeln. Oui, mon roi. Irgendwie ein bisschen verbaut. Bereit, oui, Senior. Bereit zum Segeln. Oui, mon roi. Ich beknackt, wenn ich jetzt hier... Teilen uns von der Flotte. Nee, das meinte ich... Oh, Jungs! Also... Zum Segeln. Oui, Senior. So, brechen bitte. Aus der Flotte auf. Oui, mon roi. Bereit zum Segeln. Kannst du mal noch so ein Holk mitnehmen? Oui, mon roi. Oder zwei? Oui, Senior. Damit die Flotte brechen da ein bisschen stabiler aus. Ist. Vier Holk, ja, das müsste gehen. Bereit zum Segeln. Bleib du in Brügge stehen, hier holen wir uns noch zwei Holk nach. Genau, und ihr wolltet ja hier hin. Wollten wir irgendwas aus York? Oder wollten wir was aus Inverness? Oder wo wollten wir es? Aus Nottingham wollten wir die Feudalritter haben. Das war's. Bin viel zu weit geschippert. So, das machen wir dann hier. Können wir dann nächste Runde vielleicht sogar auf dieses Schiff mit drauf verfrachten. Okay, Leute, dann mache ich jetzt Schluss mit dem Part hier an der Stelle. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Das wird der vorletzte sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Salut et Fraternité.